Dann schauen wir mal bei das, was ich meinte mit den Reichsbürgern rein. Hagen Amstep, das ist so ein Auto-YouTuber, der hat ein Video gemacht und das, da bin ich zufällig drauf aufmerksam geworden, weil ich das sehr, nun sagen wir mal, sehr witzig finde thematisch. Der thematische Bezug ist auf jeden Fall relativ interessant. Hallihallo, liebe Freunde. Dieses Video will ich eigentlich gar nicht aufnehmen, aber ich weiß mir nicht anders zu helfen und der ganze Sachverhalt ist einfach so krass, dass ich das auf jeden Fall irgendwie dokumentieren muss. Ihr habt ja im letzten Video gesehen, dass ich ein Haus gekauft habe im Zwangsversteigerungsverfahren. Das Ganze ist jetzt ein paar Wochen her. Eine Woche, nur um den Ablauf nochmal darzustellen, eine Woche nach der Zwangsversteigerung selber vor Ort habe ich den Zuschlag postalisch bekommen und mich erstmal riesig gefreut. Da war dann der, wurde dann der Verteilungstermin bestimmt, bis wann ich quasi das Geld überwiesen haben muss. Aber im Zwangsversteigerungsverfahren ist es so, dass ab dem Zeitpunkt des Zuschlages man auch Eigentümer ist, ne? Und auch eigentlich dann da rein kann und sollte der ehemalige Eigentümer da noch drin wohnen, den halt auch ohne Räumungsbeschluss einfach rausräumen kann mit Gerichtsvollzieher und so weiter. Dachte also, dass ich ein Haus gekauft habe, wo ich jetzt auch Videos drüber machen kann, weil es ist so ein Hof und mit den Autos und ich habe mir das irgendwie alles ganz cool vorgestellt, da renovieren und rein und machen und tun. Jetzt entwickelt sich die ganze Geschichte aber leider wirklich anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Zwangsversteigerung, du denkst, du hast ein Schnäppchen gemacht, aber dann das. Es kam nämlich nach dem Brief mit dem Zuschlagsbescheid noch ein weiterer Brief vom Amtsgericht und in dem wurde mir mitgeteilt, dass das Amtsgericht einen Zwangsverwalter eingesetzt hat. Ich gucke hier ab und zu mal auf den Bildschirm rauf, weil ich mir ein paar Notizen gemacht habe, weil ich natürlich auch die ganzen Fachwörter und so weiter nicht kenne. Ich habe keine Ahnung von Immobilien oder diesen Zwangsversteigerungsverfahren oder wie das alles abläuft. Jedenfalls hat das Gericht einen Zwangsverwalter eingesetzt. Ich bin zwar jetzt Eigentümer, aber bis zum Verteilungstermin beziehungsweise bis ich den vollen Kaufpreis überwiesen habe, hat der Zwangsverwalter die sogenannte Verfügungsgewalt über das Objekt. Das heißt, mir gehört es, aber ich kann da jetzt nicht machen und tun, wie ich will. Und noch ist das Objekt auch bewohnt, wie ich ja erfahren habe. Ich habe jedenfalls die Rechtspflegerin beim Amtsgericht dann angerufen, gefragt, was es damit auf sich hat. Und die hat eben gesagt, dass die Gläubigerin, also die Bank, der ehemalige Eigentümer das Geld schuldet, das beim Amtsgericht beantragt hat, diese Zwangsverwaltung. So, ich hoffe, soweit ist jetzt jeder mitgekommen. Dann habe ich bei der Bank angerufen und die haben gesagt, ja, wir haben da vermutet, dass sie mit dem ehemaligen Eigentümer so, auf Deutsch gesagt, unter einer Decke stecken. Also er hat das natürlich anders formuliert. Aber deswegen würden wir jetzt ganz gerne warten, bis das Geld da ist, weil das habe ich auch vorher schon rausgehört. Holy shit, Alter. Die Bank sagt dir, nee, wir können ihnen die Eigentümerschaft nicht übergeben, bis sie das Geld nicht überwiesen haben, weil wir glauben, dass sie mit den verstrahlten Inhabern zusammenstecken. Das sagt schon, das ist schon eine Red Flag, Alter. Dass der ehemalige Eigentümer, der eben über Jahre gar nichts mehr gezahlt hat und das Zwangsversteigerungsverfahren sich auch über 2-3 Jahre hingezogen hat und mehrfach aufgeschoben wurde und so weiter. Und deswegen hat das Amtsgericht... Meine Eltern haben den auch schon durch Haus ersteigert, 3 Jahre Notar und wieder verkauft. Über Holy shit, Alter, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Obwohl, ich kann mir schon vorstellen, da sind irgendwelche Leute, du weißt ja gar nicht, wie die das verloren haben, ja? Wie das abhandengekommen ist. Boah. Ich dem Ganzen auch stattgegeben. Dann habe ich natürlich gefragt, okay, ist verständlich. Ich mache da jetzt keinem einen Vorwurf. Ich hätte es wahrscheinlich auch so gemacht, aber ich stelle mir natürlich in dem Moment die Frage so, wow, wo bin ich da jetzt reingeraten? Was ist der ehemalige Eigentümer für ein Typ? Und was habe ich jetzt für Konsequenzen zu erwarten? So. Dann habe ich einen Anruf bekommen mit der Vorwahl, wo das Haus steht. Habe erstmal gedacht, ah, okay, interessant, wer ist das? Bin rangegangen. Ah. Ja, hallo, Herr hier, es geht um das Objekt in der so und so Straße und hat mir eben die ganze Story erzählt. Also ich dachte erstmal, dass das der immer Eigentümer war, weil das der gleiche Nachname ist. Ich glaube, den piepst sich jetzt hier mal aus, weil ich natürlich auch die Leute nicht, sagen wir, die Familie und so nicht da irgendwie jetzt hier online mit reinziehen möchte. Also das Haus gehörte wohl deren Eltern und irgendwie jetzt sein Bruder. Und dieses Zwangsversteigerungsthema wird im Rahmen übrigens der Refinanzierungspreise rund um Immobilien nochmal eine ganz andere Härte angehen. Also
So hart das klingt, aber ich denke, das könnte sich um ein Vielfältiges erhöhen, weil die Leute sich die Kreditrahmenverträge nicht mehr leisten können. Weil wir ja nicht mehr Zinsen haben von, weil die Leitzinse erhöht wird und man jetzt so Kreditzinsen hat von 4,5, 4,7%. Das heißt, aus einer Rate, die vorher vielleicht mal 900 Euro war, ist jetzt eine Rate geworden von 2200 Euro. So, was willst du machen? Kannst du ja nicht bezahlen. Und dann wird das natürlich, wenn das nicht abgedeckt wird, wird die Bank mehr oder weniger dann dafür sorgen, dass du da rausgehst, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Denn Inhaber ist ja immer der Bank, bis das abbezahlt ist. Und er hat es halt irgendwie so weit gebracht, dass es halt zwangsversteigert wurde, aber die Eltern wohnen da noch drin und hatten halt auch dieses Nießbrauchsrecht, heißt es, glaube ich, dass sie da drin leben dürfen. Und das ist eben jetzt aufgrund der erfolgten Zwangsversteigerung aufgehoben. So, das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich jetzt... Stopp, die Raten bleiben gleich, also bist du einer richtigen Abzugbank. Nee, so ist das nicht korrekt, wenn du deine Zinsbindung zu Ende ist, weil eine Zinsbindung du ja ganz am Anfang mit der Rate vereinbarst. Das heißt, du gehst zur Bank und dann vereinbarst du einen Zinsbindungsrahmen, der so zwischen, der naturell sowas um die 15 Jahre ist. Es gibt Leute, die gehen deutlich weiter, es gibt Leute, die gehen ein bisschen zurück, also zwischen 10 und 15 Jahren. Und wenn du die Zinsbindung nicht mehr hast, dann bist du an dem Punkt, an dem du entweder refinanzierst oder einfach die angepassten Zinsen nimmst. Also das hat nichts mit, deine Bank muss da nicht besonders scheiße sein. Das ist einfach, das ist dann jede Bank. Ne? Und wenn du dann eine Refinanzierung machst, was du ja musst, dann wirst du trotzdem mit gigantisch hohen Zinsen zu tun haben. Naja. Wenn ich das bezahle und die Verfügungsgewalt über das Objekt habe, könnte ich die quasi da sofort rausschmeißen, was ich natürlich so nicht machen werde, sondern ich werde versuchen, halt mit denen zusammen eine Lösung zu finden. Aber jetzt kommen wir eigentlich erst zum interessanten Teil der ganzen Geschichte. Ich habe nämlich dann ein weiteres Schriftstück per Einschreiben bekommen von den ehemaligen Besitzern. Das ist adressiert an mich als Käufer bzw. meine Gesellschaft, unter der ich das gekauft habe. Ich lese einfach mal vor hier, auch weil ich auch trotz, dass das so los ist, ich will die jetzt hier nicht öffentlich. So. An den vermeintlichen Erwerber der nicht zu erwerbenden Immobilien. Sehr geehrter Geschäftsführer Hagen Lause, anbei übersende ich Ihnen den Schriftsatz der Hanse International in Bezug auf den rechtlich nicht möglichen Besitz-Eigentumsübergang der aktuell versteigerten Immobilien. Respektive wurden alle möglichen Erwerber im Vorfeld gemäß der an der Immobilie angeschlagenen Verlautbarung informiert, ebenfalls auch alle vermeintlichen betroffenen Stellen und Behörden. Mit freundlichen Grüßen. Okay, klingt ja jetzt erstmal weird. Klingt jetzt erstmal so, als wäre das irgendein Behördenbrief. Name. So. Hagen schon direkt Hals. Man kann den Hals nicht sehen wegen dem kuscheligen Pullover, aber direkt Hals. Direkt so ein Kopf. So ein Hals, Digga. So, ich decke das jetzt hier mal ab, damit ihr nur mal seht, wie das aussieht. Also hier sind halt die Grundstücke drauf und der ehemalige Eigentümer. Und das Schreiben ist adressiert von der Hanse International Fantulp Consulting, Frankfurter Straße 11a in Hochheim am Main. Mit Logo und alles. To whom it may concern, in Klammern, wen es angeht, Zwangsversteigerung. Dann werden die Verfahren aufgelistet. In beiden Verfahren, meistbietender ich, vertreten durch den einzelverträgungsberechtigten Geschäftsführer Hagen Lause, bla bla bla. Dem hier gegenständlichen vermeintlichen Erwerber, meistbietender, siehe oben, im Rahmen der oben genannten Zwangsversteigerung der oben genannten Immobilie ist mitzuteilen, dass dieser eine A. nicht erwerbliche Immobilie ersteigert hat, B. eine Immobilie ersteigert hat, welche zu keinem Zeitpunkt seinen Besitz noch Eigentum werden wird, noch werden kann. Digga, das sind die gleichen Leute, die auch sagen, dass Gendern zu kompliziert ist, weißt du? Die denken sich so eine Fantasie-Behördensprache aus und sind dann die gleichen Witzer, die irgendwo stehen und sagen, ja, aber Gendern ist uns zu kompliziert. Was? Eine Immobilie ersteigert hat, welche zu keinem Zeitpunkt seinen Besitz noch Eigentum werden wird, noch werden kann. Dies vor dem Hintergrund des dem Land Bundesrepublik Deutschland, Bundesland Niedersachsen mitgeteilten Sachverhalts diesbezüglich. Wir empfehlen daher an dieser Stelle den vermeintlichen Erwerber, dies vor allem um ihn schadlos zu halten im Sinne der goldenen Regel, als unser höchstes Gebot und Gesetz im Rahmen des international gültigen und von allen Staaten anerkannten Naturgesetzes.
Bund und Land entsprechend zu informieren in Bezug auf Schadenersatz für die Rückabwicklung bzw. Rücktritt vom Kaufvertrag aufgrund dieses ihm verschwiegenen schweren Mangels. Das höchste Gesetz, das Naturgesetz. Was wie das Naturgesetz? Der Stärkere überlebt oder was? Was für ein Naturgesetz nehmen wir hier? Müsst ihr jetzt einen Kampf machen, wer das Grundstück behält oder was? Ich weiß nicht, ob das irgendwie Behördenbrötsch imitieren soll und, oder was auch immer. Jedenfalls das Gesetz des Dschungels, Digga. Sagt dieser Brief mir jetzt, dass mir vom Amtsgericht der schwere Mangel verschwiegen wurde, dass man es ja gar nicht kaufen kann. Weil steht hier noch nicht. Also erstmal steht das nur so. Bei Missachtung und abweichendem Verhalten würde sich der hier gegenständliche Erwerber strafbar machen. Okay. Also wenn ich quasi nicht vom Kaufvertrag zurücktrete, einen Kaufvertrag gibt es ja als solches, glaube ich, in diesem Zusammenhang gar nicht, mache ich mich strafbar. Okay. Die Hanse International, diese vertreten durch ihre Rechtsabteilung der international aufgestellten von, okay, ich wird ihrerseits Bund und Länder informieren, dass die, Leute, was ist das hier? Was ist das hier? Wo kommen wir da rein? Dass diese, ja, wo kommen wir da rein, Digga? Mit dem Schritt der Zwangsversteigerung einen Terroristic Act begangen haben. Einen Terroristic Act begangen haben. Und zwar im vollen Bewusstsein aufgrund unserer Vorankündigung, dass diese Zwangsversteigerung dann jetzt ein Terroristic Act darstellen wird. Die Hanse International wird entsprechend eine International Rechnung durch die Fountain Consulting über 2% vom BIP in Höhe von 71 Milliarden an Bund und Länder ausstellen. What the? Einen Terroristic Act. Diese Reichstrottel, Alter. Entweder es kommt zu einer HIB-Gründung und einer Verbuchung in Form von Buchgeld in Niedersachsen oder es müsste bedauerlicherweise eine internationale Betreibung erfolgen. Es müsste bedauerlicherweise eine internationale Betreibung auf Beitreibung erfolgen. Gendern ist uns zu kompliziert. Meanwhile schreiben so Briefe. Es ist kein richtiger Satz, oder? Es müsste bedauerlicherweise eine internationale Beitreibung erfolgen. Die internationale juristische Beitreibung würde über die russische Fantail Consulting als ein russisches Unternehmen mit Sitz in Russland und damit der russischen Föderation folgen, vor dem Hintergrund des erweiterten weltweiten Wirtschaftsverbandes BRIC. Die hier gegenständliche Zwangsversteigerung war und ist jederzeit rechtlich unwirksam und damit ist die Familie hier Dirk zu jeder Zeit immer Besitzer dieser Immobilie. Zur Widerhandlung werden mit aller Härte international strafrechtlich verfolgt. Hagen, Digga, es tut mir so leid, Digga. Hagen, oh, Digi. Digi Hagen, oh. Digi, stell mal vor, du hast die Dings gekauft und dann kommt so ein Brief an. Oh nein. Also das war jetzt die Verlautbarung. Dann haben wir hier eine Besitzanzeige an den Erwerber. Ich weiß nicht, ob ich das weiter vorlesen soll jetzt überhaupt. Ich lese es euch mal vor, weil es ist wirklich... Zu den nachstehenden Objekten, auf welche sich die oben genannte Zwangsversteigerung bezieht, ist in den Verlautbarungen datiert, gegenüber allen beteiligten Ämtern, Behörden und weiteren staatsrechtlichen als auch privatrechtlichen Organisationen und verantwortlichen Menschen darin erklärt worden, dass ein Erwerb nicht möglich ist. Der Erwerber ist nach erfolgter Ersteigerung zu keinem Zeitpunkt rechtmäßiger Besitzer dieser Immobilien. Die zuvor benannte einseitige Verlautbarung gibt dem möglichen Erwerber zu jedem Zeitpunkt bekannt, mehrfach angeschlagen an der hier gegenständlichen Immobilie, dokumentierte Fotos, dass dieser die Immobilie nicht erwerben könne, aufgrund dessen, dass es sich um einen nationalen, nicht rechtsstaatlichen Vorgang handelt. Diese Versteigerung selbst ist damit als ein terroristischer Akt zu werten. Okay. Also wir haben jetzt hier quasi jemanden, der... das Amtsgericht und das Zwangsversteigerungsverfahren nicht anerkennt, so wie ich das hier alles lese, erkennen die absolut überhaupt nichts an. Und ich weiß nicht, wie man solche Menschen jetzt nennen möchte, aber
Die scheinen hier quasi einfach ein Rechtsempfinden zu haben. Naja, die haben sich halt unabhängig von Deutschland gemacht. Ne? Du kannst dich nicht... Die haben sich gedacht, warte mal, Digga, Harten, Dirk, komm mal rein. Dirk kommt rein. Ja. Dirk, holy shit, ich hatte übelst eine gute Idee, Dirk. Was ist, wenn wir uns unabhängig von Deutschland machen? Nee, wie? Pass auf, wir gründen eine Hanse International und dann machen wir unsere eigenen Gesetze, Dirk. Verstehst du? Wir machen dann einfach, wir bezahlen keine Steuern, wir machen unsere eigenen Nummernschilder, wir behalten unsere Häuser. Jo, das klingt gut, du. Und wie machen wir das? Na, ich habe hier so ein Formular. Das kommt vom Königreich Deutschland. Das ist direkt vom Königreich Deutschland. Das muss ich nur unterschreiben und dann sind wir im Spiel, Dirk. Jo, na mach mal. So wird es sein. So wird es abgelaufen sein. Jo, na gut, dann du, zieh mal zu, du. Ja, genau, Dirk. Ja, gute Idee, Hartmut, ne? Was? Ich guck mal, ob jetzt hier irgendwas noch kommt, was ist halt... Das ist so gut. Wert es vorzulesen. The auction itself must be seen therefore as a terroristic act. Ja, also das Amtsgericht ist Terrorismus. Ich bin jetzt auch ein Terrorist, weil ich den Kaufvertrag nicht anfechten werde vom Amtsgericht. Ja, okay. Das Beschissene an der ganzen Geschichte ist jetzt, dass die Herrschaften aktuell gemeldet sind. Zumindest ist die Absendeadresse des Anschreibens hier ein Dorf weiter von der von mir erworbenen Immobilie. Das heißt, das sind sehr, sehr kleine Örtchen in Niedersachsen. Und das werden meine neuen Nachbarn. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf. Und ja. Ja, Leute, keine Ahnung, warum ich immer in so eine Scheiße reingerate. Man könnte auch meinen, dass es alles einfach wieder ein sehr, sehr nicer Akt der Skriptschreiberlinge ist hier alles. Oder bei Zwangsversteigerungen sollte man unbedingt recherchieren, ob da nicht die absolut verstrahlsten da drin sind, weil die sind dann halt einfach bereit, deine Bude anzuzünden, glaube ich. Ist aber leider tatsächlich nicht der Fall, sondern... Das Schnäppchen ist es vielleicht nicht wert. Das Schnäppchen ist es vielleicht nicht wert, Digga. Ich habe jetzt hier in Sachen mit reingezogen, wo ich wirklich sagen muss, also mir läuft gerade echt kalt den Rücken runter, ne? Stellt euch mal bitte vor, ihr kauft ein Haus und das ist dann das Ergebnis. Ja. Ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Seid bitte auch gespannt, denn ich werde sie auf jeden Fall dokumentieren. Lasst mir einen Daumen nach oben da und ein Abo. Und dann schauen wir mal, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. An den vermeintlichen Käufer. Ja, ich wünsche Hagen auf jeden Fall viel Glück in diesem Zusammenhang. Der hat noch ein zweites Video gemacht. Da zeigt er das Haus, glaube ich. Da können wir mal hingucken. Ich gebe euch erstmal den Link zum ersten Video.